mit einer eingebauten DRM und Anton Schlesinger Umsetzung kommt. Willkommen zu Christian Engelmann und Anton Schlesinger. Yes, thank you. This is a bit intimidating. Das ist ein bisschen einschüchternd hier, so ein großer Raum. Hallo. Das Thema von meinem Vortrag ist ein neues Audioformat MQA, Master Quality Authenticated. Und wie der Vortragsname schon andeutet, ist es mehr als ein Format. Und in order to explain how we arrived at the title A Clever Stealth DRM Trojan. Und um das zu erklären, wie wir zu diesem Titel gekommen sind, müssen wir einiges abdecken. Und hier ist die Struktur von unserem Vortrag. Ich werde also jetzt mal ein bisschen über die Audio-Liebhaber und die Audio-Daten-Container sprechen. Dann kommt das Format an sich. Dann kommt der Blick darauf, wo die ihr DRM verstecken. Und am Schluss werden wir erklären, warum wir das clever finden. So, wait. So, it's good to be back here. Es ist schön, wieder hier zu sein. Ein paar von euch kennen mich vielleicht. Ich habe schon zweimal bei anderen Konferenzen gesprochen, eher so zu Policy-Themen, Authentisierung. A confession. I am an audiophile. Und dieses Mal muss ich zugeben, ich liebe Audio und ich glaube, dass diese zwei Kabel unterschiedlich klingen. I should be a millionaire, as some of you may know, the James Randi Educational Foundation. Ich sollte ein Millionär sein, wie einige von euch wissen. To anybody who was able to identify the difference between two audio interconnects like these ones. Und die James Randi hat Controlled ABX Testing. Foundation hat also versprochen, wer da den Unterschied erkennen kann, der kriegt eine Million Dollar. Und ich denke, das ist unterschiedlich. To find these differences. Aber keiner konnte diese Unterschiede herausfinden und eine Million gewinnen. Ich würde wahrscheinlich bei diesem Test auch durchfallen. Aber wenn ich das eine oder das andere reinstecke, für eine Woche oder so, und dann das andere für eine Woche, dann habe ich eine Präferenz. Und ich kann es nicht erklären. Aber wenn du mich fragst, the subtle differences in texture and softness. Oder wenn du mich in einer Matratze fragst, ich wüsste nicht, zwei Matratzen zu unterscheiden, wenn ich mich einfach drauflege. Aber wenn ich jeweils eine Woche drauf schlafen würde, dann würde ich schon einen Unterschied sagen. Anton ist eher auf der objektiven Seite. That we are talking about a market. Aber was ich versuche darzustellen, ist, dass das ein Markt ist, der in der Grenzzone von Messbarkeit operiert und davon auch profitiert. Those perceptible limits and exploit something like long-tail phenomena in the distribution of perceptibility among humans. Diese Wahrnehmung von Menschen ist nicht überall gleich und ist auch schwierig herauszufinden. Und es gibt Märkte, die das ausnutzen. Und diese Märkte, in diesen Märkten werden fast nicht merkbare Unterschiede angeboten. Und jetzt frage ich euch mal hier, wer von euch ist ein Gamer? So how many of you have a 240 Hertz monitor? Wer von euch hat einen 240 Hertz Monitor? Oh, two. Okay. Zwei. How many of you have a high polling rate mouse? Wer von euch hat eine schnelle Maus? Ah, ein paar mehr. Do you believe this makes a difference in your gaming experience? Habt ihr das Gefühl, dass das einen Unterschied macht? Okay, these are all objectivists here. Skeptics. Das sind alles Objektivisten. Okay. Skeptiker. Values like 240 Hertz refresh rates are
astonishingly high. Also das ist, somebody 20 years ago, das ist sehr hoch und 60 Hertz refresh rates from das ist, wenn man das vor 100 Jahren erzählt hätte, vor 10 Jahren erzählt hätte, die hätten das nie gedacht. Okay. Ja, und jetzt sind wir über diese Raten noch ziemlich weit rüber und alles, was über 60 Hertz ist, super ist. Und trotzdem verkauft uns Apple sozusagen noch sehr, sehr viel höhere Datenraten. Es zeigt sich, dass solche Randfaktoren, haptische Interaktion mit dem Bild, mit der Maus, mit dem Bildschirm und sowas, das modifiziert diese Schwellen der Wahrnehmung. Und im VR-Kontext gibt das tatsächlich wirklich Kopfschmerzen im Wortsinne. Und wenn man John Carmack liest, dann sagt er, okay, da geht es sehr, sehr genau in diesem Tweet hier zum Beispiel um visuelle Artefakte, die normale Benutzer gar nicht sehen halt. Es ist also ziemlich einfach über Audioliebhaber und ihre $2000 Ethernet-Cables sozusagen, sich darüber lustig zu machen. Hier sieht man auch diese Pfeile, möglicherweise wissen die Pakete sonst nicht, wo sie hin sollen. Und solche Sachen, und da gibt es eine ganz, ganz Menge Art von Beispielen davon, die gibt es natürlich jede Menge Quellen für Scherze über audiophile Menschen. Aber wir wollen uns was anderes angucken. Wir wollen uns über das MQA-Format unterhalten, wollen uns das anschauen und gucken, wie das im audiophilen Sektor aussieht, das sozusagen auf eine clevere Art und Weise diese Randeffekte ausnutzt, um einen neuen Kanal zu entwickeln, um Audioinhalte zu vertreiben. Und wir glauben, dass es da sozusagen Faktoren gibt, die außerhalb der Klangwelt sozusagen liegen, die dazu beitragen, wie diese Musik auf eine bestimmte Art und Weise vertrieben wird. Also nochmal, MQA steht für Master Quality Authenticated und verspricht in Studioklang zu Hause. Dort sieht man die Webseite, da sieht man eine Seite von der Website quasi. Werde Teil der Revolution in aufgenommener Musik und es gibt eine ganze Menge, die man aus diesem Begriff erstmal rauslesen muss. Master Quality Authenticated, authentische Masterqualität. Um mal euch eine Idee zu geben, ne? Ich habe ja gesagt, ich bin ja ein audiophiler Mensch, aber natürlich bin ich manchmal auch auf der anderen Seite, nämlich auch auf der Seite der Musikproduzenten. Ich habe diese Metalband namens President Evil erwähnt und ihr solltet euch die Wellenform einfach nicht angucken, weil es klippt einfach von vorne bis hinten, hat einen Dynamikbereich von 3 Dezibel für die Leute, die wissen, was das ist. Und ja, wir sind mit Ministry getourt und auf der anderen Seite sitze ich natürlich, oder bin ich auch interessiert in so akustische Musik. Das bin ich im Hansa-Studio in Berlin, wo der David Bowie, der Beschmoe, ihre produziert haben und wir haben das hier aufgenommen von Beatrix Becker und das ist Piano und Klarinetten und Cello-Musik und eine ganz wunderbare Platte. Ja, zurück zu MQA. Ihr werdet also verstehen, dass als Audioliebhaber und als jemand, der sich ja im Studio auch gerne aufhält, dass ich vertraut bin, wie Musik vertrieben wird und dieses Marketing-Slogan von nimm mich mit ins Studio, Studio-Sound, da hebe ich natürlich die Augenbrauen, weil, merkwürdig. Also, wenn mir außerdem jemand verspricht, dass sie eine digitale Datei authentifizieren wollen, da erhebe ich das noch mehr, dann wird sogar meine professionelle Neugier geweckt. Also, ich habe hier bereits Vorträge gehalten über die Geschichte von Authentifizierung von Medien und habe darüber auch veröffentlicht und alles, was sozusagen eine Authentifizierung verspricht und was sowas verspricht, dann ist für mich tatsächlich interessant. Was sie also sagen, ist das Folgende. Es klingt genauso, wie die Audio-Tontechniker es gehört haben und das werden sie auf dem Playback-Device sicherstellen. Die werden das so authentifizieren. Alle Leute, die sich mit digitalem Rechtemanagement auskennen, sollten jetzt mal ein bisschen skeptisch sein über solche Ansprüche, die da hochgestellt werden. Wir werden zeigen, dass es tatsächlich begründet ist, aber der Teufel steckt auch hier wieder im Detail, weil MQA hat ein sehr, sehr cleveres Design.
ein, wie sie digitales Rechtemanagement wieder zurück in die Musikdistribution bringen. Einige von euch wissen möglicherweise, die Musikindustrie hat das mehrmals versucht und es ist immer fehlgeschlagen. Es hat niemals geklappt, dass quasi digitales Rechtemanagement tatsächlich an Endverbraucher weiterverkauft wird. Und die meisten Kanäle, die es heutzutage gibt, die sind ohne DRM verfügbar. Also, nochmal, das ist die Webseite hier von MQA und ihr könnt sehen, wie sie das erklären, das ist die Authentifizierung sicherstellen. Sie haben diesen interessanten Begriff Provenance und das Wichtige ist dieses blaue und das grüne Licht, was auf dem Gerät angehen soll, wenn eine MQA-Datei tatsächlich auf diesem Gerät authentifiziert und authentisch wiedergegeben wird. Also mit diesem Anspruch, es klingt genau wie im Studio. Ja, um zu verstehen, was die damit meinen, mit dieser Qualität in diesem Akronym dort, ist es wichtig, ein Stückchen in der Geschichte zurückzugehen und mal kurz nochmal einen Hintergrund über digitale Audios zu geben. Also was ist Qualität? In den 80er Jahren war das so. Digitales Audio wurde der Welt vorgestellt, zumindest an den Endverbraucher. Und hier sieht man die CD, wie sie von Sony beworben wurden. Das müsste von 1984 sein. Und das Format unter der CD ist das sogenannte Redbook Audio, wo wir ein Signal haben, das gesampelt wird mit 16-Bit und 44.100 Hertz, also 44.100 Mal in der Sekunde. Und diese 16-Bit gibt uns knapp 17.000 verschiedene Werte für den Pegel, den der einnehmen kann. Und mit 44,1 kHz können wir bis zu 22 kHz Frequenz abbilden. Das ist 10% höher als das, was Menschen, also sehr, sehr junge Menschen hören können. Ja. Die meiste Musik heutzutage wird in diesem Format immer noch aufgenommen und weiter verbreitet. Dieser Standard, wie gesagt, die Audiowelt ist auf 44,1 standardisiert. Der Videostandard ist auf 48K standardisiert. Und wenn man also DVD oder Blu-ray hat, dann habt ihr möglicherweise von der 48 kHz Sample Rate. In den 90ern haben wir also gesehen, wie Musikherstellung voll digital geworden ist. Es sind also 20- und 24-Bit-Konverter in den Studios angekommen, es sind höhere Samplingraten angekommen. Das war ein Konverter von den 90ern. Die 24 zeigt, dass er also 24-Bit machen kann. And there was also an attempt to sell these higher und es gab auch einen Versuch, das den Verbrauchern zu verkaufen. Die SACD, SACD, die ist von Sony 99 angegeben worden. Das ist mit DSD Encoding vertrieben worden. Decibels of dynamic range, hat 120 Dezibel Range geboten und ging bis 30 kHz. But as many of you know, this aber wie viele von euch wissen, ist das im Markt nicht wirklich angenommen worden. Und da gibt es eine interessante Hinterstory. Das ist genau dann rausgekommen, als die CD-Formate rausgekommen sind, damit sie ein neues Patent- und Lizenzregime haben, um Einnahmen zu generieren. Not only because people warum ist das im Markt nicht angekommen? Nicht nur, weil die Leute es nicht hören konnten, sondern weil um die 2000er-Wende hatten die MP3s rausgekommen sind und MP3 den Markt auf einmal beherrscht hat und der Steve Jobs gesagt hat, dass die Bequemlichkeit, die Qualität übertrifft. Und er hat Apple mit dem iPod herumgedreht, und wo man 5000 Songs drauf bringen konnte. Steve Jobs knew what he was talking about. Und er wusste, wovon er redet. Er liebte Audio und er hat nur Platten gehört und hat ein Audiosystem gehabt, was also $50,000 oder mehr gekostet hat. And especially the market for high resolution audio, as these phones are called, that exceed the Redbook. Und das hat also den Markt für High Quality Audio gekillt.
Musikliebehaber oder die haben natürlich religiöse Kriege gegen MP3 gekämpft und haben gesagt, das ist furchtbar und das zerstört das Hörvermögen einer ganzen Generation und haben auch behauptet, dass das Hirnschäden verursacht. Ja, wird die nächste Generation überhaupt noch das hören können, was wir hören konnten? Die werden kompletten Kontakt zur Realität verlieren, wenn sie mit solchen Formaten konfrontiert werden. Die Audiophilen haben auch diese alten Medien hinter sich gelassen und sind in eine neue Welt eingetreten. Hier sind Streaming-Verstärker, die also entweder von lokalen Netzwerken oder vom Internet in das System reinbringen können. Und das hier, das bietet DSD an. Allowed access to high-resolution, higher bitrate files. Und hat auch den Zugang zu höheren Bitrate-Files ermöglicht. This is important because we come back. Das ist wichtig, in the context of MQA. Weil wir im Kontext von MQA dazu zurückkommen. The benefit, of these kinds of devices. Jetzt können wir natürlich nach dem Zusatznutzen von diesen higher than 16 bit Geräten 41K. Suchen. Die über 16K hinausgehen. There might be individuals that actually hear differences. Aber ich persönlich denke, es gibt Individuen, die da Unterschiede hören können. The current decade, jetzt schauen wir mal, wie es heute so aussieht. Wir sind in einem goldenen Zeitalter für Audiophile, weil sehr gute Qualität über Streaming mit sehr niedrigen Preisen kommt. Und die können verlustfreie Files in Online-Stores kaufen. Und you can see that some of the contemporary current könnt sehen, dass einige der gegenwärtig berühmten Platten in so einem Audioformat angeboten wird. Das wäre 2496. Oder man kann sogar streamen mit dieser Auflösung über das Internet. There is this little website, where you hier ist eine kleine Webseite, wo man die unterschiedlichen Formate vergleichen kann und man gibt irgendwas ein, irgendeine Band oder so, und dann listet er auf, in was für Formaten das verfügbar ist. Also dieses Jahrzehnt ist ein goldenes Zeitalter. Man kann also im Prinzip diese Files in der gleichen Auflösung abspielen, wie sie in den Studios gemastert und aufgenommen worden sind. Und in diesem Kontext wird das MQA-Format jetzt halt hier gestartet in 2014 und auch vertrieben. Hier in London war der Launch-Event. Sieht ein bisschen nach dem Sauron-Turm aus in Mittelerde. Und da haben sie behauptet, dass sie eine revolutionäre Verbesserung in Audioqualität angeboten haben. Peter Craven und Bob Stewart sind die Erfinder von diesem Format. Und die haben also in einem Journal für Audio Engineering Society publiziert. Und sie behaupten, dass also über Shannon und Nyquist hinaus die Neurowissenschaftler behaupten, dass das Gehirn mehr erkennen kann. Also die Auflösung von Zeitinformation ist sehr, sehr wichtig. Und man bezieht sich da halt auf Neurowissenschaften. Also da sind sieben neurowissenschaftliche Papers und von diesen sieben Stück hat nur eins was mit Menschen zu tun und die anderen sind halt auf Tiere bezogen. Ja, und es ist ein
möglicherweise ein Fehler zu glauben, dass diese Tiere komplett anders hören als wir und dass sozusagen ja, sie hören höhere Frequenzen wesentlich besser als mir. Deswegen ist es vielleicht ein Fehler, sozusagen, sich auf dieses Paper zu beziehen. So, was Sie halt gesagt haben, Sie wollen sozusagen die Zeitverschiebungsfehler innerhalb von Konvertern sozusagen ausgleichen können. Wenn man also ein Signal aufnimmt und es nach digital konvertiert, dann sagen Sie, es gibt dort so zeitliche Verschmierungen, das sagen Sie hier, da gibt es also ein Problem mit Zahlen, es ist genannt Blurring, also so Verschmierungen, und dieser zeitliche Verschmierungen, das ist im Grunde der Hauptmarketing-Idee hinter MQA. Ihr Qualitätsargument ist, dass es eben besser klingt, was sie dort machen, ruht zu einem großen Teil auf dieser Annahme dort. Nicht, dass sozusagen der Studio-Sound nach Hause gebracht hat, sondern auch, dass sie die zeitliche Verschmierung reduzieren. Das Format, so sagen sie es, hat Mechanismen, um diese zeitlichen Ineffizienzen, die in allen Systemen mit Analog-Digital-Konvertierung auftreten. Und ja, sie sagen halt, okay, das ist revolutionär und sagen, sondern wir wollen Musik quasi auf ein komplett neues Niveau hochheben. Das ist tatsächlich aus einer Online-Publikation, was man hier sieht. Also der absolute Sound, so heißt dieses Ding. Lass die Revolution beginnen, heißt der Artikel. Und hier vergleichen sie Bob Stewart sogar mit Einstein und sagen, Lord Cavendish, es gibt nichts Neues, was sozusagen in der Physik entdecken ist, sondern das Zitat sagt, man kann nur sehr, sehr viel präziser messen. Wenn man weiter da reinkommt, sorry, das ist ein kleiner Text, man kann es nicht so gut lesen, aber im Grunde sagen sie einfach, es gibt Thomas Kuhn-Sachen sozusagen, die Struktur von wissenschaftlichen Revolutionen und reden über einen Paradigmenwechsel im digitalen Audio. Sagen, okay, das ist wie das kopernikanische Weltmodell, das ein anderes ersetzt hat. Also richtig große Sachen, die im Audio passieren. Ihr habt es möglicherweise noch nicht gehört, aber wir betreten jetzt gerade ein neues Paradigma. Und dass wir überhaupt hier stehen, ist sozusagen ein Teil der wissenschaftlichen Krise. Wir gehören nämlich zur alten Welt und denken, ja, möglicherweise doch nicht so ganz. Ja, also natürlich ist es so. Es gibt eine riesige Debatte, die sagt, okay, was ist mit solchen Behauptungen, wie man sie hinstellt. Und viele von dieser Debatte findet auf einer Seite namens Computer Audio File statt. Und da gibt es besonders diesen Thread, den ich hier zitiere, der ist im 2. Januar von diesem Jahr eröffnet worden, hat inzwischen 250.000 Views, und das ist interessant, weil es gibt ein paar sehr, sehr Leute mit großem Gewicht, die dort publizieren und diesem Thread schreiben. Und ja, es gibt sehr, sehr viele Kritiker, zum Beispiel Brian Lucy, ein Mastering-Ingenieur, der 6 Grammys gewonnen hat und halt Depeche Mode und Marilyn Manson und so weiter gemastert hat. Und der sagt halt, diese MQA-Dateien, die man jetzt sozusagen streamen oder sich anhören kann, sind nicht in einem Mastering-Studio erstellt worden, sondern in einem auf automatische Art und Weise irgendwo in der Cloud encodiert worden. Also diese Behauptung, man bekommt den Sound, den der Künstler und der Mastering-Ingenieur direkt gehört haben, ist auf jeden Fall falsch. Das ist für die aktuellen MQA-Files nicht da. Wir müssen annehmen, dass es auch weiterhin falsch bleibt für die Dateien, die noch kommen werden, weil es gibt einfach keinen kommerziellen Konverter, der MQA-Coding unterstützt. Niemand, der ein Studio hat, kann dieses Format überhaupt einsetzen. Im Moment. Jetzt. Man muss diese Dateien irgendwo hinschicken zu jemandem, der das tatsächlich encodiert und signiert werden, und dann kommen sie dort wieder raus. Ja. Ein Teil dieser Kontroverse sind ein paar Leute online, die richtige Forschung gemacht haben, zum Beispiel diesen Blogger hier und ein anonymer Blogger, der gesagt hat, okay, wir machen mal einen Blindtest von dem ganzen Teil. MQA versus andere hochauflösende Dateien. Ja, schaut euch das mal an. Es ist ziemlich kompliziert, was er macht, denn weil diese Encoder halt nicht frei verfügbar sind, können wir tatsächlich nicht Musik in MQA encodieren. Das geht einfach nicht. Und in den letzten 4 Jahren hat diese Firma überhaupt niemanden erlaubt, ihnen einfach Dateien zu schicken, um einfach mal einen Vergleich zu ermöglichen halt, ne? Dass man einen MQA-File mit einem anderen PCM-encodierten Format halt irgendwie vergleichen kann. Also es gibt da, er hat einen ziemlich interessanten Art erfunden, um diese Limitierung
zu umgehen. Kann ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, schaut euch die Webseite an. Ja. Ein weiterer Hacker, der sich das Ganze angeguckt hat, ist Mars Wulgaard, der für die SOX-Bibliothek sozusagen oder für das SOX-Paket, die Software dort als Entwickler tätig ist. Der hat ein GitLab-Konto und dort findet man verschiedene Filterkoeffizienten zwischen MQA und verschiedene Werkzeuge, um so in Control-Bits und in diesen Stream quasi, um sich diesen Control-Stream von MQA halt mal anzugucken tatsächlich. Das sehen wir auch später im Vortrag nochmal. Ja, wenn es dran ist. Ja, um das also zusammenzufassen, soweit. 2017 wurden 24-Bit-Dateien, so wie sie aus dem Studio halt kamen, wurden tatsächlich an audiophile Menschen rausgegeben. Das war erhältlich. Die können also sich genau das anhören, was im Studio passiert, auf eine gewisse Art und Weise zumindest. Natürlich gibt es andere Sachen. Wie ist der Raum ausgestattet? Wie sieht die Abspielkette aus? Es gibt da noch eine ganze Menge Parameter, die das beeinflussen. Aber ist das eigentlich wichtig? Denn die meiste Musik, wird ihr wissen, wird ja in verlustbehafteten Formaten über Spotify oder sowas, über Streamingdienste und auf solchen Lautsprechern hier angehört. Mono, Bluetooth, Lautsprecher. Also in diesem Kontext ist die Frage, was verspricht MQA jetzt in dem Kontext authentischen Klang, und sie versprechen auch eine Klangverbesserung, um diese temporale Verschmierung sozusagen zu reparieren. Anton, der an diesen Dingen arbeitet, der wird diese Ansage jetzt mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Okay, there you go. Da. Ja. Hi. So, as Christoph introduced himself, I do the same. So wie Christoph sich vorgestellt hat, mache ich das jetzt auch mal. Mein Hintergrund ist ein Digital-Audio. Is there a way to? All right. So my background in digital audio started in 1993. Mein Hintergrund in Digital-Audio hat 1993 angefangen, als ich diesen CD-Player gekauft habe. Zusammen mit dem Verstärker. And looking back at that time, it was und zwei Echo Speakers. Und das war der einzige Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich als Zuhörer sorgfältig Audio zugehört habe. Immer wieder habe ich meine Lieblingsplatten gehört, hauptsächlich Dance Music. Und den Player, den habe ich immer noch und der ist immer noch gut. In 2000 habe ich an der TU Ilmenau in der Nähe von Leipzig studiert und habe die Vorlesungen von Karl-Heinz Brandenburg gehört, der in den 90ern eine Forschungsgruppe geleitet hat, die den MP3-Algorithmus entwickelt hat. Und im letzten Jahrzehnt bin ich also sehr faul geworden und hab also runtergeladen und MP3s und Streaming angefangen. Of course, Onkyo wants to sell. Aber Onkyo will mir wieder was verkaufen. Und ich möchte das auch bald machen, das Geld ausgeben. That comes with MQA and why that is like that, I'm going to show. Und jetzt habe ich da hier ein paar Zweifel mit einem MQA, und warum das so ist, werde ich jetzt mal gleich erklären. I do not appreciate the audio quality of MQA. Also ich finde die Audioqualität von MQA nicht so gut. Lass uns mal diese Audiotechnik genau anschauen. Es gibt nicht so viel Informationen von MQA, was sie tatsächlich in dem Algorithmus machen. Christoph hat gesagt, es gibt hauptsächlich zwei Papers, Convention Papers, dann gibt es Patente, die die wichtigen Teile verstecken, und um deren
Möglichkeiten, sich zu verändern oder Geld zu machen, maximieren. Und wir haben mal jemanden, der hat ein Reverse Engineering gemacht. MQA ist ein Encoder-Decoder-System. Das ist in einem Container drin, so wie FLAC oder ALAC oder Microsoft Wave. And thereby can be read und es decoded by standard, kann von Standard Audio Abspielern in Hardware und Software gelesen oder abgespielt werden. Aber MQA will die gesamte Audiokette ersetzen. Sie haben die Digital-Analog- und Analog-Digital-Konverter. And the main approach is to reduce the file size. Der Hauptansatz ist, die Filegröße zu reduzieren. Und anstatt 24 oder 22 Bit Files übers Internet zu schicken, aber wenn man das dann wieder auspackt, kann man trotzdem die hohe Qualität haben. So die MQA claims are there. It's das sind jetzt mal die Audio Quality. Also MQA behauptet, das ist verlustfrei und Studioqualität. The more you pay, the more bandwidth you get. So MQA ist skalierbar, je mehr man bezahlt, desto mehr Bandbreite kriegt man. 48 kHz, you can unfold it. Man kann also von den Kilohertz kann man viermal auseinanderpacken. Die 24-Bit and sampled at 192 kHz. Und das ist höher als aktuelles Audio mit 24-Bit und 192 Hertz Kilohertz wahrscheinlich zusammen. This has implications. For example, if you do a loudness normalization on. Wenn ich jetzt hier eine Raumkompensierung oder eine Loudness-Kompensierung mache, dann verliere ich die MQA-Lizenz. Und dann ist es nur noch CD-Qualität oder darunter. So one of those claims in the AES paper, which eine Behauptung ist. We advocate lossless compression, lossless processing and wir befürworten verlustfreie Kompression, verlustfreie Verarbeitung und hierarchisches ab und rauf und runter Sampling. Wir legen einen Fokus auf Qualität und Effizienzzuwachs, wenn der Encoder und der Decoder sich gegenseitig kennen und genau die analogen Konverter auf die analogen Konverter abgestimmt sind. So und removes information, be it audible or not. Die verlustbehaftete Kompression verliert Informationen, egal ob das maximum redundancy in an audio file that can be removed. Also jetzt geht es hier um Shannon Informationstheorie, wo halt steht, wie viel Entropie davon tatsächlich mit übertragen werden kann. Entropy optimization and FLAC compression and reached for a certain high resolution data rate 50% of also da war jemand, der hat für ein bestimmtes File 50% Filegröße reduziert. However has a data reduction of 57%. Mit FLAC hat er 50% erreicht und MQA behauptet jetzt, sie können 75% erreichen. Obvious that this reduction on the bit depths and changing the amplitude and phase response. Es ist offensichtlich, dass das ein verlustbehafteter Prozess sein muss. In the paper that I give here by Stefan. Und das kommt auch in dem Paper von Stefan Otto raus. Das ich euch hier unten benenne. Slide 6, the next claim.
MQA approach of recoding results is superior in superior sound and significant. Also dieser MQA-Ansatz gibt einen, der rekodiert das und es gibt einen besseren Sound und eine niedrigere Datenrate, wenn man das mit dem ungeplanten Kodieren und Abspielen vergleicht. A truly scientific wording that may give you an impression of the AS publications that das ist das absolut wissenschaftliche Soundbite, der hier aus diesem Paper genommen ist. On the left side you see auf der linken Seite erkläre ich jetzt mal hier den Sampling-Prozess. Top you see a drawing of the sampling scheme. Ich zeige die, das Schema von dem Sampling auf der oberen Seite. Ich habe eine bandbreitenlimitierte Zeitfunktion, die ist, die wird in der Zeitdomäne multipliziert. Mit Pulsen multipliziert. Im dritten Schritt, also in der dritten Zeile, haben wir das Multiplikationsergebnis. Und auf der rechten Seite ist das Frequenzäquivalent. Das Zeit eingeschränkte Signal wird eingeschränkt. Und bei diesem Audio, bei diesem High-Resolution Audio ist es 24 Bit pro Sample. Und wenn man jetzt einen Low-Pass-Filter draufsetzt, dann kann man das ursprüngliche Analog-Signal wiederherstellen. Selbst exakt zwischen den Samplen des diskreten Signals. Was MQA jetzt ändert, ist zum Beispiel Folgendes. Es geht darum, dass sie einen Baseline-Kernel verwenden für dieses Sampling-Schema. Und das soll tatsächlich die Zeitauflösung des Ganzen verbessern. Es ist, das hat Christopher bereits gesagt. Sie heben da hervor, dass sie tatsächlich die Wahrnehmung von Menschen von Transienten innerhalb von Mikrosekunden damit genauer erfassen können. Und dieser Baseline-Kernel soll also diesen Klang wesentlich akkurater wiedergeben. Der zweite Punkt ist, dass sie den Low-Pass-Filter am Schluss nochmal geändert haben, der sozusagen dieses Vor-Ringing verhindern soll und wollen damit beweisen, dass sie quasi mit diesem Kernel quasi dieses Deblurring in der Zeitauflösung erhalten können und damit die Signalverzerrung aus der Analog-Digital-Kodierung wieder aufheben können. Ja, also verbessert das tatsächlich die Soundqualität. Die Zeitauflösung des Ganzen, ich sollte mal kurz mit einem Hörtest anfangen, den Christoph bereits erwähnt hat. Es gab keine Präferenz in diesem Hörtest, die auf NQA sozusagen hindeutet, dass das besser ist, verglichen mit anderen hochauflösenden Audioformaten. Tatsächlich ist es so, dass in manchen Situationen sogar das andere Standard hochauflösende Formate bevorzugt wurden. Wenn es die Zeitauflösung geht, verbessert das die Soundqualität. Nun, wenn man sich ihren Behauptung da anschaut, ja, es sollte sozusagen die kürzere Audioereignisse als kürzer als 10 Mikrosekunden sozusagen, also entsprechender Bandbreite von 100 Megahertz sozusagen, dass das Ganze rausgefunden wird. Das ist tatsächlich fragwürdig. Ich denke nicht, dass das tatsächlich der Fall ist. Das nächste ist, ist es sozusagen auf jeden Song angepasst. Sie sagen, okay, sie variieren die Zeit- und Frequenz-Trade-off ihrer Filter sozusagen. Aber wenn sie einen adaptiven Filter einsetzen, dann wissen wir ja tatsächlich nicht, was daran an einem bestimmten Song angepasst werden soll. Wir kennen die Informationen einfach nicht. Dort, wo es um diese Minimalphasenfilter geht, die dieses Vorklingen, Vorringing verringern soll, diese Filter ändern halt den Frequenzantwort, die Phasenantwort und die Amplitude des ganzen Signals. Das hat Stefan Hotto auch sehr schön gezeigt in seinem Paper. Und in den letzten
Ja, im letzten Punkt, den ich machen möchte auf dieser Folie hier, ist, dass diese, ja, was sozusagen diese Fensterfunktion in der Zeitdomäne angeht, um dieses Ringing quasi, also diese Selbstresonanz der Filter zu verhindern. Nach dem abseits des Filterzentrums und um das sozusagen mit und zusammen auch die Zeitauflösung mit zu verbessern und diese Signaländerung zu kompensieren. Das ist ein Punkt, wo Stefan Hutto sich das angeguckt hat und gesagt hat, nee, der zeigt ganz klar, dass diese sogenannte Apodization, also diese Fensterfunktion einfach nur ein Low-Pass-Filter ist, anstatt die Soundqualität zu verbessern. Also brauchen wir MQA-Verbesserungen nach dem, was wir heute kennen aus den Neurowissenschaften oder aus der Medienproduktion. Sie sagen also, okay, wir brauchen eine Zeitauflösung von 6 Mikrosekunden und ja, da wurde, da geht es sozusagen um das Hören mit 2 Ohren und natürlich können wir Zeitdifferenzen von, die geringste Unterschied, den wir hören können zwischen 2 Signalen, sind 10 Mikrosekunden Abstand, aber das hat natürlich zu tun mit einer zentralen Vergleich von Klangquellen zwischen den Ohren und da sozusagen das Nyquist-Limit gilt im Raum, geht das im Grunde nur bis hin zu 1,3 Kilohertz. Und danach wird es halt nicht mehr eindeutig. Und wenn man natürlich sieht, was bei Mäusen zum Beispiel der Fall ist, deren Ohren sind einfach sehr viel näher zusammen. Deswegen können sie einfach kleinere Unterschiede feststellen, als es ein Mensch mit seinem größeren Kopf kann. Und ja, aus der Seite der Medienproduktion gibt es tatsächlich keinen Grund dafür, weder künstlerisch noch wissenschaftlich da noch irgendwas besser machen zu müssen, als wir es jetzt schon machen können. Weil wenn man alle Variablen sich dort anschaut, dann ist das in Multikanaldateien bereits drin. Die Übertragungskette ist sowieso immer frei von Einflüssen. Die Musik ist die Nachricht. The music is the message. Und schließlich wird das Ganze interpretiert vom Abspielsystem, das Abhören. Wir brauchen also keinen Kanal, der das Ganze noch mal vorverarbeitet, was in unserem Kopf dann stattfinden soll. Ja, eine allgemeine Frage. Brauchen wir hochauflösendes Audio, wenn wir das Ganze aus einer neurowissenschaftlichen Perspektive uns mal anschauen, um uns Musik anzuhören? Ich habe hier so einen Graph von Zwicker und Fastel, Psychoakustik, und die Hörschwelle für die Stille sozusagen ist diese durchgezogene Linie hier unten, die zeigt ganz deutlich, wir sind überhaupt nicht in der Lage, jenseits von, sagen wir mal, 20 Kilohertz Schall überhaupt wahrzunehmen. Musik hat ein Amplitudenspektrum mit 1 über F und das heißt, über 20 Kilohertz sozusagen ist die sowieso die Energie dieses Klangs sehr, sehr gering und aus meiner Perspektive her, ich kann mir kaum vorstellen, dass wir da dazu in der Lage sind, so etwas zu hören, weit über 20 Kilohertz. So oder so. Auf der Produktionsseite sieht es so aus, dass wir Filter brauchen, die Interpolations machen und für diesen Fall wollen wir natürlich, wenn wir wesentlich deutere, höhere Auflösungen haben, weil der Punkt dort ist, dass wir tatsächlich die Aufnahmen so erhalten können, wie sie sind. Wenn wir Musik also archivieren, dann ist es natürlich gut, eine ganze Menge Samples zu haben, damit wir genauer interpolieren können, wenn es mal irgendwann Fehler gibt in der Lagerung zum Beispiel. Also, es gibt keinen Beweis in unserer Nachforschung, dass die Audioqualität mit MQA besser ist. Es ist tatsächlich ein verlustbehaftetes Format. Es ändert die Frequenzantwort, es ändert die Bitbreite und wir sehen, dass die Audioqualität tatsächlich runtergeht, die zumindest in der aktuellen Version möglicherweise nicht hörbar ist, aber der Algorithmus ist halt nur so halbwegs beschrieben und seine Nachteile gerade für hochaufgelöstes Audio sind durch Marketing-Slogans wie Deep Blurring oder sowas halt sehr versteckt. Also, wenn so eine Infrastruktur einmal etabliert ist, dann kann die Audioqualität auch einfach runtergeskaliert werden. Und diese Idee von Kernel Optimization, ein sich selbst anpassendes Coding-Schema, das kann tatsächlich dann auch einfach bei MP3 halten. Außerdem, man sollte dran denken, es gibt freie, hochauflösende Codecs, die tatsächlich komplett verlustfrei, wie FLAC zum Beispiel,
Beispiel komprimieren. Internetbandbreite ist in der westlichen Welt zumindest auch überhaupt kein großes Problem mehr. Ja? Und die wächst auch noch weiter. Es gibt also überhaupt keine Veranlassung für verlustbehaftetes Audio. Und natürlich ist die Musik, die es im Moment noch gibt, einfach in CD-Qualität gespeichert. Und wenn wir die jetzt einfach hochsamplen, dann verringert sich sogar der Rauschabstand des Ganzen. Okay. All right. So thanks, Anton. Vielen Dank, Anton. Okay, I'll show that. Good. So the question is, where is the DRM? Wo ist denn jetzt das DRM? Basically, Anton already has showed that. Anton hat es gezeigt. MQA ist clever da drin, wie sie das kodieren. Soweit wir das wissen, das ist proprietäre Technologie und alles, was wir haben, ist Reverse Engineering von Leuten online und Publikationen. Und das hier ist das Paper von Stefan von Anton Hotto. Wie diese Schema funktioniert. Und da oben sind 24 Bit Samples. Das ist aufgeteilt in zwei Teile. Baseband sind die Audio Bits und Subband sind die Datenbits. Die nehmen ein 24 Bit Sample. Schmeißen 8 Bits weg. Audio information and bury other stuff. Und dann stecken sie andere Sachen unten in den unteren 8 Bits. Give me a second. So, what? If you look at the history I just gave you on, wenn man jetzt nachschaut, die Geschichte, sind wir wieder da zurück. In 81 hatten wir die CDs mit 16 Bits und 44 kHz. So wie sie das selber erklären, da kriegt man irgendwie zwischen 15 bis 17 Bits dynamische Bandbreite mit 48 kHz. Und alles, was darüber ist, ist in einer verlustbehafteten Komprimierungsmethode kodiert. Wie das genau im Detail funktioniert, wissen wir nicht. Es ist ein sehr cleverer Weg, weil man halt dieses große Spektrum in ein paar wenigen Bits reinkriegen muss und das in den 6, 7, 8 Bits erklären, die man zeigen, die man da sieht. Also irgendwie geben die schon zu, dass Sony und Philips mit den 16-Bit bei dem angekommen sind, was die Menschen gut hören können. Und alles, was darüber ist, ist jetzt nicht so nützlich. Wir können was anderes damit machen. Was tun wir denn da rein? Das ist eine ziemlich komplizierte und ausgefeilte kryptografische Methode. Hier ist ein MQA-Deck und das zeigt, ob das File authentisiert ist oder nicht. Authentisierung ist ein loaded term, ein behafteter Begriff. And integrity of the data under the conditions. Und das, was wir hier machen, ist wer es hergestellt hat und dass es nicht geändert worden ist. Und das kann man nur mit Kryptographie garantieren. Und immer wieder hören wir Geschichten, wo Kryptographie gehackt wird und MQA muss halt jetzt Utimaco to create a Methode kommen, um das sicher zu machen. Jetzt haben sie sich mit Utimaco zusammengetan. Utimaco ist im Bankbereich sehr stark. Und hier ist die Webseite von Utimaco. Und die bieten Hardware-Security-Module an.
Utimaco also published a white paper. Utimaco hat jetzt ein White Paper zu MQA herausgegeben auf ihrer Webseite, wo sie nicht wirklich viele Details rausgeben. Aber es gibt darauf raus, dass also eine Public Key Infrastruktur ist und dass Hardware zumindest mal in den Encodierstellen drin ist. To have, this hardware und die Konvertierer in den Studios solche Hardware haben müssten. Und Utimaco was eben so nice. Utimaco hat auch gesagt, hat ein Buch auf ihrer Seite angeboten, was die Audiojournale bis jetzt noch nicht gefunden haben. Security modules basically provide the means to the necessary keys. Diese Hardware-Module, die machen es möglich. This key management schemes and the handling of the root of trust is unknown. Diese Schlüssel und dieses Verfahren da mit reinzustecken und wie es genau funktioniert, ist nicht beschrieben. Do the key management. Okay, I have to come to an end. Utimaco hat nutzt. Gibt wahrscheinlich den Key-Management-Dienst in-house raus. Und jetzt frage ich das Publikum, ist das ein DRM? I guess that means yes. Yes, okay. So I'm asking this because MQA. Ich frage jetzt. It's otherwise. They say it's not DRM and here is. Ja, MQA sagt, das ist kein DRM. MQA has no DRM competent application outside of the studio. We have no opinion on this beyond nothing. MQA hat keine Technik außerhalb des Studios. And this is like a large part of the narrative and the online debate because MQA and und sie wiederholen immer wieder, dass sie kein DRM haben. Keeps tooting, this is not DRM because das ist kein DRM, weil ihr die Files kopieren könnt. Protection is just one form of DRM. Aber Kopierschutz ist nur eine Form. Das Ziel von DRM ist es, die Rechte der Benutzer zu verwalten, und zwar sowohl das Erlaubte als auch das Erlauben als auch das Verbieten von Zugriff. Und MQA schränkt ein den Zugriff auf die höhere Auflösung und gibt halt den Zugriff nur, wenn man einen MQA-Konverter hat, auf diesen Sachen frei. MQA ist sowas wie ein Freemium-Model. Man kriegt ein File, was man überall abspielen kann. Aber wenn man die teuren Sachen haben will, dann muss man halt ein Gerät kaufen mit der mehr Software, worauf es läuft. One more point. Wo machen Sie das? The firmware, as it has been reverse engineered so far. Die MQA-Firmware ist reverse engineered worden und die zeigt auch, dass Kopierschutz schon vorbereitet ist. Die verschlüsseln die Files. Cipher and there's also bridge transposition schemes in there. Why do they do this? Warum machen sie das? Iovine just said, Apple Music boss, that the streaming services have a bad situation. There's no margins. Die Streamingdienste haben eine schlechte Situation. Da gibt es keine Gewinne. Und Amazon verkauft Prime, Apple verkauft Telefone. Das heißt also, man muss Geld außerhalb vom Streaming-Service machen. Amazon is currently the biggest speaker company in the world with these kinds of devices. Amazon verkauft zurzeit die meisten Lautsprecher der Welt. Mit diesen Geräten. Unsere Interpretation, was sie versuchen, ist, dass es ist einen neuen Lizenzierungsstrom für die Musikindustrie zu erzeugen. Und diese Elemente von der Herstellerkette bräuchten eine MQA-Lizenz. The artists would get their back catalogs remastered and would have to agree on that. Okay, da ist oben die Software zum Aufzeichnen, die Software zum Mixen. Die Künstler müssten ihre alten Sachen umkodiert haben. Die Streaming-Services bräuchten Lizenz.
Okay, I skip all this. Why is it clever and why is it stealth? Warum ist es clever und warum ist es verdeckt? MQI employs make very clever use of the space afforded by 24-bit samples. Also ich denke, dass diese Nutzung von den 24-Bit sind sehr gut genutzt. Und das ist da sehr schön eingebettet. Das ist sehr clever gemacht. Sie reden nicht drüber und es ist schwierig zu finden. Und was, wenn ihr jetzt fragt hier im Kontext der Konferenz, ich soll was tun, dann sage ich euch, was ihr tun könnt, ist, ihr könnt mal genauer nachschauen, was die da tun und das publizieren. Vielen Dank. So, thank you very much for the talk. We have now. Ja, vielen Dank für den Talk. Wir haben jetzt noch 5 Minuten für Fragen und Antwort. Also bitte stellt euch an die Mikrofone. Und haben wir eine Frage aus dem Internet? Nein. So, am Mikrofon 1 gibt es eine Frage. Hallo, vielen Dank für den Vortrag. Du hast gesagt, dieses Reverse Engineering dieser Firmware, es klingt für mich so, als haben sie da drinnen nicht diese komplizierte Hardware drinnen. Also eine spezifische Firmware, die in einem besonderen Produkt war, Bluesound. Ich weiß jetzt nicht, wie das Ding sicherheitstechnisch geschützt ist. Die Hardware-Sicherheitsmodule sind momentan kein Teil von den Verbraucherprodukten. Die sind ein Teil im Codierhaus und im Verteilerkontext. Wie die Verschlüsselung funktioniert zwischen den Files und den Verbraucher-Konvertern ist jetzt noch nicht bekannt. Und es gibt ein paar Anzeichen, wie es funktionieren könnte, aber die Hardware-Module, die sind eher auf der Produktionsseite der Kette. Okay, thanks. We have another question. Wir haben noch eine weitere Frage, Mikrofon 4. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe 2 Fragen. Die erste ist, denkst du, dass dieses Marketingkonzept tatsächlich überhaupt Erfolg haben kann? Und die zweite Frage ist, denkst du, dass Musikencodierung sich weiterentwickelt irgendwo anders hin als einfach Mehrkanal-Encoding, anstatt halt Sample Rate und Bits weiter zu erhöhen? Ja, danke, viele gute Fragen. This is a good example of how not to market something. Because das ist ein gutes Beispiel, wie man was nicht marketen sollte. Also die haben jetzt große Verunsicherung bei den Hardwareherstellern und bei den Verbrauchern geweckt. Die sind rausgegangen und haben große Dinge versprochen. Haben gesagt, man kann also die Audio. Sie haben versucht, die Audiophilen übers Ohr zu hauen und waren überrascht, wie viel Kompetenz sie tatsächlich in diesem Publikum haben. Ja, die Frage ist jetzt nochmal, wie entwickelt sich das Encodieren von Musik? Über noch mehr, haben wir irgendwann 16 Kanäle drin, ist irgendwann Schluss oder ja, wird das immer noch mehr, werden wir die Bitrate erhöhen, Frequenzen? Das ist wahrscheinlich eine Frage für Anton. Ich kann das nur als audiophiler Mensch. Der Markt ist tot. Für den Verbraucher, die sind alle mit Bluetooth-Lautsprechern zufrieden, das ist Mono. Die Leute, die was mögen, die haben Stereoanlagen und mehr Kanäle haben Probleme mit Räumen. Es könnte sein, im Audio-Video-Sektor, dass da noch mehr verkauft wird. Aber allgemein ist das ein gelöstes Problem. Wir haben jetzt hier Raumkorrekturen und Phasenkorrektur für die Lautsprecher. Das muss man in Ordnung probieren. Switches, ja. Crossovers, yes, digital crossovers, these kinds of things. Thank you.
Okay, so maybe I can add parametric coding is used in multi-channel audio. Parametrisches Codieren ist in vielfach Vielkanal Audio verwendet. A room for multi-channel setup. Man kann also einen Raum für Multikanal-Setups beschreiben und dafür die Parameter mit übertragen. Okay, ich denke, wir haben noch Zeit für eine Frage. Haben wir? Ja, okay, sieht gut aus. Dann eine Frage, bitte. Ich war auf 3 Konferenzen. Ich habe überhaupt nichts von jemandem gehört, der das sozusagen erwähnt. Ich denke, die Geschichte über diese Authentizität quasi, die Autorisierung sozusagen. Entschuldigung. Ja, es ist großartig. Machen die noch irgendwelche Behauptungen, dass sie irgendwelche virtuell analogen von irgendwelchen Konvertern haben? Oder diese Geschichte ist einfach, es ist einfach total verrückt, was sie da vorschlagen. Ja, das ist tatsächlich in den Marketingmaterialien. Da wird es Fingerabdruck genannt und damit kompensiert der Digital-Analog-Konverter für die Fehler, die aufkommen. Und in dem MQA-File ist also dieses Gerät eingetragen. Shows that this is absolutely not true. What we have is some encoding, just like you would have an MQA. Das, was wir gesehen haben bisher, kann das nicht bestätigen. Der Encoder, der scheint den Song zu interpretieren und überlegt sich dann, wie viele Bits er in der dynamischen Range kodieren soll und macht diese Kompression. Wir haben keine solche Beschreibung des Raumes in der Kette gefunden. Ja, vielen Dank nochmal für den Talk.